Für die Dorfner Unternehmensgruppe ist der 1. September 1990 ein ganz wichtiges Datum. Denn vor 20 Jahren hat sich die Firmenleitung entschlossen, von Jena aus ihre Servicedienstleistungen auch in Thüringen und Sachsen anzubieten. Mit Roswitha Schmidt hatte die Dorfner Geschäftsführung eine kompetente und engagierte Chefin für den neuen Standort gefunden. Trotz anfänglicher struktureller Probleme ist Dorfner in Jena zu einer festen wirtschaftlichen Größe geworden. Heute werden von Jena aus mehr als 800 Mitarbeiter koordiniert. Der Dorfner ist ja zuständig für die Gebäudereinigung, fürs Catering, für Sicherheitsdienste und natürlich auch fürs Gebäudemanagement. Und Dorfner steht grundsätzlich für Verlässlichkeit, für Partnerschaft. Und da ist das Wort Vertrauen wie uns immer ganz wichtig. Und das war von Anfang an da, seitens der Geschäftsführung, hier den Mitarbeitern hier in Jena, speziell unserer Frau Schmidt, das Vertrauen zu geben, um den Betrieb aufbauen zu können. Und hier können wir sehr stolz sein, dass im Laufe der Jahre mit einer ordentlichen Wachstumsrate das Ganze zum Blühen gekommen ist und wir ganz solide hier unsere Kunden bedienen dürfen. Die Feier zum 20-jährigen Bestehen des Hauptbetriebs in Jena nahm Roswitha Schmidt zum Anlass, auf erlebnisreiche und oft auch anstrengende Jahre zurückzublicken. Zusammen mit zahlreichen Geschäftskunden, Wegbegleitern und natürlich den Mitarbeitern zog sie Bilanz über 2 Jahrzehnte, in denen sich der Standort Jena an die Spitze der Dorfner Betriebe gearbeitet hat. Für den weiteren Weg, den die Dorfner Gruppe von Jena aus einschlagen will, wird der Hauptbetrieb in Jena eine ganz entscheidende Rolle spielen. Wir wollen ja weiterhin verlässlicher Partner sein für unsere Kunden und deswegen werden wir auch die Dinge wie Transparenz, wie Qualität immer voranstellen und ganz solide auch weiterhin diesen Weg bestreiten. Wir haben weitere Dienstleistungen im Angebot, die wir anbieten können, die wir dementsprechend auch umsetzen. Und wir erweitern uns auch territorial über die Grenzen von Jena weiter hinaus. Mittlerweile in den neuen Bundesländern, aber auch schon in Hamburg und anderen Gebieten von Jena aus gesteuert. Das darf man zu Recht sagen und da sind wir auch sehr stolz drauf. Klar, dass ein solches Jubiläum gebührend gefeiert werden muss. Und was bietet sich da besser an, als den hauseigenen Catering-Service für die Bewirtung zu verpflichten? Die Mitarbeiter, die sonst unter anderem am Beutenberg-Campus das Catering übernehmen, ließen kaum kulinarische Wünsche offen. Und die gehaltvolle Stärkung aus den Töpfen und Pfannen der Thüringer Küche haben sich die Dorfner Mitarbeiter redlich verdient. Nicht nur wegen der bisher geleisteten Arbeit, sondern auch für die Herausforderungen der kommenden Jahre.